Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach deinen Roblox-Account wechseln kannst. Ich zeige das Ganze zuerst am Smartphone und danach am Computer. Los geht's! Am Smartphone öffnen wir zuerst unsere Roblox-App und drücken dann unten rechts auf die drei kleinen Striche mit mehr. Im nächsten Fenster scrollen wir dann bis ganz nach unten. Hier finden wir die beiden Punkte Konto wechseln oder abmelden. Da wir den Roblox-Account wechseln möchten, drücken wir einfach auf den Punkt Konto wechseln. Wer sich nur kurz bei einem Freund einmal einloggen möchte, der drückt lieber auf abmelden, da die Accounts sonst miteinander verknüpft werden. Hier sehen wir jetzt all unsere aktiven Roblox-Accounts, die wir bereits hinzugefügt haben. Ich möchte meinen zweiten Roblox-Account jetzt also hinzufügen und ich drücke auf Konto hinzufügen. Jetzt können wir uns entweder bei einem bestehenden Roblox-Account anmelden oder uns sogar einen neuen Account erstellen. Ich möchte mich bei einem bestehenden Account anmelden und ich drücke auf bei vorhandenen Konto anmelden. Im nächsten Fenster melden wir uns dann mit unserem zweiten Roblox-Account an. Sind wir angemeldet, haben wir unseren Roblox-Account auch schon erfolgreich gewechselt. Drücken wir jetzt wieder unten rechts auf die drei kleinen Striche mit mehr, scrollen dann bis ganz nach unten und wählen auch hier wieder den Punkt Konto wechseln aus. Dann können wir ganz einfach zwischen unseren beiden Roblox-Accounts hin und her wechseln. Am Computer geht ihr oben rechts über das Zahnradsymbol und wählt dann den Punkt Konto wechseln aus. Im Pop-up-Fenster drücken wir dann auf das Plus-Symbol mit Konto hinzufügen. Auch hier können wir uns entweder einen neuen Account erstellen oder uns mit einem bestehenden Konto anmelden. Ich melde mich kurz mit meinem zweiten Account an. Haben wir das gemacht, wurde unser Roblox-Account auch schon erfolgreich gewechselt. Wenn wir jetzt zwischen den Roblox-Konten wechseln möchten, drücken wir wieder auf das Zahnrad-Symbol und wählen dann Konto wechseln aus. Hier können wir dann zwischen unseren Roblox-Accounts hin und her wechseln. Und das soll's auch schon gewesen sein. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dann unterstütze uns doch gerne durch ein kostenloses Abo und drück auf den Like-Button. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine TestVenture Crew.